Komm schon, Alice. Es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss es. Und jetzt Konzentration. Warte, du schwebst wieder. Schwerelos. Eine Chiffre. Entspann dich. Ich bin in der Hölle. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Im Flur. Sergeant, das Mädchen hat schwere Verbrennungen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Nein, Alice. Lösche diese Wahnvorstellung. Vergiss sie. Geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Für mich ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice, wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Verrückt geworden? Ich bin nicht verrückt. Kaninchen? Das ist nicht richtig. Was macht es da? Stimmt was nicht? Was nicht stimmt? So, Alice. Es geht uns besser, oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampframme. Nun ja, das Vergessen fordert seinen Tribut. Von meinen Erinnerungen wird mir übel. Was kann ich... Erinnere dich an andere Dinge. Aber ich will vergessen. Wer will denn allein sein, gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen? Ich werde dich befreien, Alice. Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Segen. Das sagten sie bereits. Ziemlich oft. Und... Und ich sage es erneut. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Also, vor unserer nächsten Sitzung besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke. Natürlich, Doktor. Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice. Also, Charlie, dein Papst wurde für den Mord an deiner Mama gehängt, die dich schlug. Lass es uns vergessen, Charlie. Die Vergangenheit ist tot, Charlie. Die Elendshütte, die Familie, die keine war, nie eine war. Du bist jetzt daheim, Charlie. Entspanne dich. Du schwebst. Hör zu. Sie sind weg. Ja, das sind modernste Therapiemethoden und damit moin moin zu einem neuen Projekt. Alice Madness Returns. Wie schon im letzten Heroes of the Storm Part gesagt, habe ich beim Steam Sale ordentlich zugeschlagen und das ist einer der Titel, habe ihn schon eine Stunde angespielt und mir dann gedacht, ey, das ist prädestiniert dafür, das kommt auf YouTube. Und da sind wir auch schon, wir spielen auf dem Schwierigkeitsgrad Albtraum, ob das ein Fehler war, werde ich sicherlich noch früher oder später bemerken. Doch jetzt wollen wir uns erst einmal hier im Waisenhaus umsehen. Was ist denn? Wo ist die Tür? Und, ja, die Tür hier, ne? Vielleicht findet man sie ja wieder. Olli hat meinen Schlüpfer geklaut. Frag Liebestöter. Bah, der Lokus stinkt widerlich. Schlimmer als dein Zimmer? Ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Ich hab's vergessen. Fängt ja gut an. Doktor, nicht verkehrt. Immer noch krank im Kopf? Mein Fall ist hoffnungslos. Im Endstadium. Also als ich das erstmal angespielt habe, musste ich an einigen Stellen sehr lachen, weil die Kommentare, die Alice immer von sich gibt, die sind wirklich lustig. Ja, diese Puppe deutet schon an, wohin das Ganze gehen soll. Die ganze Geschichte spielt, glaube ich, nach dem Film. Der Gold ist wieder Doktorzeit. Ich habe mir meine bitteren Tränen verdient. Auch welche? Spielt, glaube ich, nach dem Film, der jetzt vor das Jahr oder vorletztes Jahr rauskam. Und ja,
Verstoßene Spielzeuge und abgetragene Schuhe haben eine Vergangenheit, wie die, die sie benutzt haben, haben. Meine Vergangenheit ging in Flammen auf. Aber wirklich erklärt bekommen, was mit Alice passiert ist, haben wir noch nicht. Ich hoffe, es wird sich jetzt noch ergeben. Die Illustrated News stellt den unersättlichen Appetit auf die häusliche Hölle und Industriekatastrophen. Feuer in Streichholzfabrik, 6 Mädchen vermisst. Was wäre vorhersehbarer? Die Welt ist im Wahn. Feuer in der Streichholzfabrik. 10 Jahre in der Klapsmühle. Keine Mama und Verwandten. Sie ist eine Waise. Ja, die reden über Alice. Wie gesagt, Mr. Payne hatte keine Ahnung, wie bescheiden ein Heim sein kann. Ohne meine Bilder und Fotografien könnte das auch mein Zimmer im Irrenhaus sein. Okay, da haben wir den Hasen. Sieht aus wie ein Krieger, ein Labyrinth. Tote Soldaten. Noch jemand Totes. Eine Menge Pilze, wovon sie scheinbar viel zu viel genascht haben muss. Na, Hutmacher. Das ist wohl Alice Familie. Hallo, Alice Familie. Dieses Foto meiner Familie kam per Post. Keine Nachricht, kein Absender. Ich bin sehr dankbar für dieses Erinnerungsstück, aber ich würde den Absender gerne danken. Ja, ohne Absender geht das nicht, ne? Blöd. Earn your keep. Dafür reicht mir die Strate nicht aus. Peinlich, ich weiß. Ja. Doktors Liebling, zu gut fürs Irrenhaus. Verrückt wie ein Hutmacher, nur nicht so charmant. Hat ihre Familie gekillt. Wer wollte die schon? Was? Das Selbstbewusstsein des Doktors ist gut eingefangen, penibel gekleidet, ruhiger Haltung, knapp an klassischer Schönheit vorbeigeschrammt, hatte den Künstler wohl angewiesen, wie seine Nase zu sein hat. Ah, ja. Ihr sagt, eine Stunde habe ich schon gespielt. Wenn ich dann nicht mehr weiß, was dann passiert, sage ich euch Bescheid, aber allzu viel ist jetzt nicht passiert. Ich habe den ersten Gegner vermöbelt, aber sonst... in einem anderen Traum, vielleicht. Naja. Dieses Gebuddel ruiniert mir den Rücken. Und diese Bastarde sagen, Arbeit sei edel. Ja, und wir sind jetzt auf dem Weg zur Apotheke. Wir sollen ja für den Doktor ein paar Pillen holen. Nicht, dass der die uns dann noch wegfrisst. Arbeitet die auch mal? Wo ist ihre Plakette? Ist sich wohl zu fein für uns. So verschlossen. Will nicht angefasst werden. Wer will das schon? Nie geschlagen worden? Eher versohlt. Oh Mann. Also ihr seht schon, das ganze Spiel ist der etwas... Der Sandmann kommt in Zug samt Wagen. Die Fenster aus Mondlicht, mit Sternennarben. Still, meine Kleinen, keine Angst in der Nacht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ab wann das Spiel freigegeben ist, aber ich glaube nicht, dass es für 12-Jährige gedacht ist. Warum ich das denke, werdet ihr da noch früh genug sehen. Schief ab, Missy. Aber flott. Alter, das Spiel wird dann doch kinderunfreundlich. Hallo, Kätzchen. Mietz, Mietz, Mietz. Hab keine Angst. Vor allem, wenn man die Buchgeschichte von Alice kennt, da ist das ja dann doch etwas abwegig. Ey, verschwinde in die Leere. Ich kann dich schon fürs Übergeschnapptsein einbuchten. Wir scheinen hier nicht wirklich irgendwelche Freunde zu haben. Das ist ja traurig. So, wir sollen der Katze folgen. Die ist doch hinten lang. Wo ist diese Katze jetzt hin? Na, da lang, Alice. Ich finde auch die... Art und Weise, wie sie Alice designt haben, richtig schön. Richtigen Job? Kein Windeln wechseln. Besser als wie sich aufopfern für Waisenkinder. Könntest den glücklich machen. Die Welt retten. Für jeweils 10 Minuten. Nee. Entschuldigung, Sir. Sie wirken wie ein anspruchsvoller Herr. Okay. Verpiss dich doch. Kannst es dir eh nicht leisten. Wir sind gruselig. Pelzigen Wesen in dunkle Höhlen zu folgen, wird langsam zur Gewohnheit. Ich hoffe nicht zum Laster. Dam. Ja, also ihr werdet sehen, das Spiel ist... Ich hab's noch nicht ganz durchblickt, was hier überhaupt passiert. Oh, eine Nebelwand hinter uns und vor uns auf einmal auch. Der Nebel kam aus dem Nichts.
Heiliger Bimbam, Alice Little. Treibst dich wieder rum, wie? Schwester Whitless, welch ein Glück. Schon zum zweiten Mal. Ganz allein draußen? Siehst fertig aus, Liebes. Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an. Hübsche Vögelchen, so wie du. Nein, lieber nicht. Unser letzter Besuch hat mich etliche Pfund gekostet und nichts gebracht. Ich könnte mich erinnern, wo dein heutiges Karnickel hin ist. Immer noch verrückt. Was Wunder. Die ganze Sippe geröstet wie Maronen vor den eigenen Augen. 10 Jahre in Rutledge und das alles für die Katz. Dr. Bambi schafft's auch nicht. Friemelt an den immer gleichen Fragen rum. Das Feuer, ihre Erinnerung. Ich kann's nicht mehr hören. Ich verdiene Anerkennung, oder etwa nicht? Wer hat ihr neue Kleider besorgt, ihr einen Platz bei Bambi verschafft? Wo wär sie denn ohne mich? In der Gosse. Ihren Hintern verkaufen. Aber sie mag meine Täubchen. Spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so. Aber was ich weiß, ist viel mehr wert. Hab sie schließlich nicht verraten. Hab sie sagen hören, alle meinetwegen gestorben. Ich konnte euch nicht retten. Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen. Echt günstig. Bin guter Mensch, ehrlich. Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure. Oder dieser Anwalt Radcliffe, der ihr das blöde Karnickel wegnahm. Brauch Kohle. Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag, wenn sie meinem Spendenaufruf nicht folgen tut. Sie kreischt und spielt total verrückt. Vergisst den eigenen Namen manchmal, hab ich gehört. Frau Penisnase. Also Leute, wenn jemand mit einer Penisnase auf euch zukommt und sagt, dann müsst ihr euch Tauben zeigen oder Kaninchenbabys, dann geht auf keinen Fall mit. Das ist eine Falle. Nach dem Motto, the cake is a lie. Ah, schön. Ein kleines Stadtpanorama. Ich wollte jetzt nochmal was einstellen. Weil während dieser Cutscenes, Stimmlautstelle das mal oben. Es ist doch schon so weit unten. Na gut, machen wir es halt so. Was? Nein. Ich möchte bitte bestätigen. Hallo Mauszeiger. Bitte aus dem Bild. Okay. Hey Omi. Schwester Whitless, wollen Sie mir Böses? Mich wieder ins Irrenhaus bringen? Was soll ich sagen? Meine Güte, hab ich einen Durst. Brauch was zu trinken. Muss mir dringend die Kehle befeuchten. Wie wär's mit Blut? Hübsche Vögelchen, so wie du. Geh ins Wunderland. Hat ihre Familie... Es ist nur ein Traum. Schmutz. Verderben. Schenke der Katze Beachtung, sie bietet guten Rat. Und da sind wir auch im Wunderland angekommen. Und wie ihr seht, das Spiel zeichnet eine etwas andere Persönlichkeit von Alice. Ich glaube, im Disney-Original war sie blond, nicht blutbefleckt und hatte auch keine Springerstiefel an. Sehr aufreibende Reise. Aber ich bin prisslos, oder das, was aus ihr wurde. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut. Würde aber auch Zeit, Alice. Vermaledeite Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz weg. Du bist mir keine Hilfe. Aber du weißt, ich kann es sein.
Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffte, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. Ach ja, die Grinsekatze, die fand ich ja damals schon gruselig, aber das hier toppt ja nur wirklich alles. So, was kann Alice denn? Sie kann... dreimal springen? Nee, einmal. Okay. Nur einmal springen, dann anschließend noch nicht schweben. Oh Mann, das kommt alles noch. Okay. Ja, und es ist eine wunderschöne malerische Welt. Hier liegen ein paar Holzwürfel, eine Murmel... Erinnerungen aus vergangenen Tagen. Du bist ein halber Frosch, Alice. So wie du springen kannst. Ja, toll, ne? Gute Art zum Springen. Ja, das haben wir doch schon raus. Murmeln, Murmeln, Murmeln. Mag Murmeln. Hab nicht mehr damit gespielt, aber Murmeln sind schon was Schönes. Also, jetzt weiter. Hopp. Ah, jetzt seht ihr schon... Wenn wir alle gedrückt halten, können wir so langsam zu Boden gleiten. Hui, und eine weitere Erinnerung. Spring noch einmal von diesem Tisch, Alice, und ich fall tot um. Du bist viel zu leichtsinnig, meine junge Dame. So, und damit haben wir auch die Umstände vom Tod der Mutter herausgefunden. Alice ist mal wieder auf den Tisch gesprungen und die ist einfach tot umgefallen. Kann passieren. Amanita muscaria, Alice, ist bloß ein übel riechender Pilz. Schwammige Konsistenz, aber giftig. Ich bin zu groß, ich komm da nicht rein. Aber wer Alice im Wunderland kennt, der weiß, dafür gibt's Abhilfe. Hui! Das könnte sie aber im Märchen nie so schön fliegen. Und einen Doppelsprung. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Klein, aber oho, und so weiter. Trotz Ermangelung eines Badekostüms ist ein Sprung in diesen Teich wohl angebracht. Du meine Güte, in diesem Teich schrumpfe ich. Ob ich mich ganz auflöse? Beinahe. Andererseits kannst du, während du klein bist, Dinge sehen, die deinem großen Selbst verborgen bleiben. Ach, verstehe, so wie den Wald vor lauter Bäumen, nur andersherum. Kurzsichtigkeit ist wohl nicht nur eine Frage der Perspektive. Also es kommen dann später noch richtig schlechte Wortspiele zustande. Wenn es dann soweit ist, werde ich euch sagen, was ich meine. Und hier ist, glaube ich, ziemlich klar, wo wir lang sollen. Da ist eine alte Trulla und ein Korb. Und eine weitere Erinnerung. Wie klein sie sich machen kann, so zusammengerollt, sieht man sie kaum wie eine Füchsin in ihrem Bau. Boah, wir sind mega Alice. Aber wenn wir klein sind, können wir eigentlich nichts anderes machen, als uns vorwärts bewegen. Wir können nicht springen, wir können nicht, ja, Spoiler, kämpfen. Wir können gar nichts. Aha. Alice auf Pilz mit Hochsprung. Oder so. Ja, Alice musste mal die Finger vom Schnaps lassen, ne? Wenn es da rumgehitzt, ne? Muss ja auch ordentlich was in zu haben, weil jedes Mal, wenn ich hier kleiner mache, ist sie scheinbar wieder stockbetrunken. Ja. Genau. Darf ich wieder hier runter? Wollte ich hier runter? Ich weiß es nicht mehr. Ja, hier war Stangen. Hier sind Pfeile. Pfeile sind gut. Was war denn jetzt los? Wollt sich nicht mehr bewegen? Das faule Stück. Ja, an die Kameraführung muss mich noch etwas gewöhnen. Aber ich spiele mit Gamepad und ich muss sagen, das ist wesentlich angenehmer als mit Tastatur und Maus. Was größtenteils auch daran liegt, dass die Maus total übertrieben reagiert. Auf sämtliche Aktionen. Da wollte ich nicht hin. Nein! Mist. Ich hoffe, da komme ich wieder runter. Und jetzt hatte ich auch schon bei meinem ersten Spiel, dass ich da aus Versehen auf den Pilz gelaufen bin, obwohl ich da hinten noch was nachsehen wollte, ob da noch was kommt, aber gut, haben wir es halt wieder nicht gemacht.
Oh, was das denn bitte? Das stand ihn kaputt machen. Warum ist das Wasser hier rot? Ach, ich verstehe. Alice träumt das alles nur und ist hier gelandet. Hui. In eine Funke-Elfe. Sieht mich an. Die Vorpal-Klinge ist flink und scharf und stets zu Diensten. Ich bin nicht hierhin zurückgekommen, um zu kämpfen. Wirklich? Bedauerlich. Ein Kampf erwartet dich sicher. Die Vorpal-Klinge macht zerschnitter Schnick. Nee, zerschniffer Schnick. Lässt sie tot zurück. Die Vorpal-Klinge fügt Einzelzielen im Nahkampf den schnellsten Schaden zu. Ja, und das hier ist wohl der Drache aus dem Film, den es zu besiegen galt. Und jetzt haben wir auch schon unsere Waffe, die schönes blaues Licht hinter uns herzieht, wie auch immer das funktionieren soll. Aber das soll uns jetzt nicht kümmern, wir machen einfach stur weiter. Yay! Sorry! Das wollte ich nicht. Was haben wir denn hier? Fliehen oder kämpfen? Ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Genau, Alice. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst. So, und wie ihr gesehen habt, wir haben hier einige Sachen zum Sammeln. Schnauzen von Schweinen, Erinnerungen, Padula-Räume und Flaschen. Padula-Räume haben wir jetzt im ersten Kapitel noch nicht. Sind, glaube ich, 5 Kapitel? Glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz irre. Aber ich denke, die werden sich etwas in die Länge ziehen. Weil ich nach einer Stunde Spielzeit gerade mal 2% hatte. Ja, mit Pause zwischendrin, aber... Und da ist schon der erste Gegner. Ein schleichender Verfall. Ja, spätestens hier hört's auf, wie Alice im Wunderland zu sein. Denn wir müssen Gegner töten. Doch, das war's schon. So, Game Over. Nee. Und natürlich noch mehr. Hässlich, eklig und böse. Alles ja, mit RB. Einem Monster. Mit RB können wir ausweichen. Ui. Und hinterlassen Schmetterlinge. Ist doch klar, ne? Ui, ui, ui. Den Knopf zum Ausweichen werde ich etwas missbrauchen, weil das ist, denke ich, die schnellste Fortbewegungsmethode, oder? Obwohl, muss ich mal gucken. Eine weitere Erinnerung. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unstet. Er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Merkt euch das mal, ihr Hartz-IV-Empfänger. Drücke und halte Leertaste, während du springst, um Alice schweben zu lassen. Wir haben keine Leertaste auf dem Gamepad. Jo, darf ich jetzt mehrmals springen? Ja, jetzt darf ich hier dreimal in der Luft springen. Wie sie das macht, keine Ahnung. Aber anschließend können wir noch schweben, um größere Schluchten zu überbrücken. Ich hab auch rüber? Nee, natürlich nicht. Ui, und das passiert, wenn wir sterben. Wir werden zu kleinen, süßen Schmetterlingen und einfach wieder zurückgesetzt. Natürlich nur, wenn wir gerade irgendwo runtergefallen sind. Als wenn uns Gegner töten, dann ist es vorbei. Das sollte jedem klar sein. Weiß gar nicht, vielleicht ist das Spiel ja sogar noch im Angebot. Also theoretisch gesehen wäre es möglich, dass man es noch kaufen kann zum billigeren Preis. Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich habe es mir einfach geholt, weil ich dachte mir, ja... Das Spiel wolltest du sowieso irgendwann mal spielen, aber der Originalpreis... Nee. Lass mal. Wartest du einfach, bis das Dienstag kommt und es da ist. Und da haben wir schon wieder eine Flasche. Also ich habe jetzt schon eine Flasche mehr gefunden, als in meinem ersten Durchlauf. So. Und da sind wir bei der Hexe mit ihrem Korb.
wenn wir die Oma besuchen gehen. Du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise, diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem sowieso nicht. Ja, also der Spruch mit dem Speck, der macht eigentlich nur Sinn, wenn man Amerikaner ist, ne? Und da haben wir schon die zweite Waffe, soeben erhalten. Ihrer Herzogin Pfeffermühle. Seit Feinden Würze, Rüssel pikant im Nu. Oh, und damit haben wir jetzt noch einen Shooter draus gemacht. Also ich find's klasse. Spielt sich eigentlich wie Darksiders. Hoffe ich zumindest. Vom Schwierigkeitsgrad her, dass es dann noch früher oder später kommt. So, wie schieße ich jetzt? RT. Okay. Da. Stirb. Ja, das sind jetzt noch nicht diese Schweineschnauzen. Das sind einfach nur irgendwelche Müllberge, wo dämliche Insekten rauskommen. Und wenn wir die zerstören, hört das natürlich auch auf. Wir können uns natürlich auch attackieren. Ich zeig das mal kurz. Mach mal was. Mach was. Halt nicht. Warten wir halt auf den nächsten. Soll mir egal sein. So. Ich mache ja erstmal alle kaputt, weil sonst dauert das ewig. Ah, jetzt werden wir angegriffen. Können uns aber während die wir einfach einmal ausweichen. Denn die Käfer bleiben stehen, wo sie sind. Und wir landen irgendwo anders. So, reicht's aber. Die hätte man natürlich auch mit der Pfeffermühle zerstören können, aber dann läuft die mal heiß, überhitzt und dann muss man alles nochmal warten, bis die wieder runtergekühlt ist und nee. Ich bin ja eh lieber der Nahkämpfer. Was machst du denn hier? Beim nächsten Mal bitte vorher anmelden. Es ist echt unhöflich, einfach reinzuplatzen. Spitze überall die Ohren, um Schnauzen zu orten. Wechsle in den Zielmodus und schieß mit der Pfeffermühle auf die Schnauzen. Ist die Schnauze voll gepfeffert, wird sie Pfade und Sammelstücke offenbaren. Alles klar. Ja, wegen der Sammelstücke, ich werde versuchen, so viel wie möglich zu finden. Dann offscreen, dann am Ende, wenn ich fertig bin mit dem Spiel, auch sammeln, was mir noch fehlt, weil ich alle Steam-Erfolge haben möchte. Selbstverfreilich. Warum bleibst du hin und wieder stehen? Ich verstehe das nicht. Ja, immer mal in den Zielmodus und schießen das dämliche Ding ab hier. Ja, jetzt. Da. Hui. Ach ja, hier, was wir hier einsammeln, das sind übrigens Zähne. Ja, Milchzähne. Ja, mittlerweile 140 davon, das heißt, da mussten schon viele Kinder dran glauben. Die haben sich scheinbar das ganze Gebiss rausgenommen. Besten Dank für die Schnauze. Und jetzt geh. Ja, es geht auch freundlich, alte Dame. Mit deiner Alabasterhaut. Zerstöre den Herz und in den Korb. Mach mal doch platt. Geht kaputt. Money, money, money. Ich meine, Zähne. Gut Leute, aber soll es für jetzt gewesen sein. Heute kommt noch ein Part davon und es wird Heroes of the Storm ersetzen, einfach weil Heroes of the Storm aufnehmen ist immer wesentlich anstrengender, weil ich währenddessen nichts hochladen kann. Und da ich jetzt auch einen Ausbildungsplatz gefunden habe, wird hier jetzt sowieso erstmal einiges über den Haufen geworfen. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es mir in die Kommentare, ansonsten lasst es einfach bleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Alice Madness Returns. Bis dahin, bye bye.